gehst in ein normales Restaurant, hast 8-Stunden-Tage, aber dann bist du kulinarisch einfach deprimiert. Und dann gehst du wieder in die Sterneküche, dann fühlst du dich geil, aber dein sonstiges Leben existiert halt nicht. Ich mache jetzt quasi 1,5 Jahre lang diverse Praktika. Für mich persönlich interessant, dass ich halt wirklich viele verschiedenartige Küchenstile sehe. Dreimal der Hase, zweimal der Ente, einmal nichts und danach das hier. Los geht's. Wie viele Enten hast du? 2 Hasen und 4 Enten. Okay. Hast du Speck überall dran? Hola, buen día. ¿Tot bien? ¿Cómo estás? Los objetivos iniciales son 100 recetas, porque si no, todo el mundo va viniendo aquí a comer, la gente sale muy contenta y a lo mejor podríamos caer en un inconformismo. Y vas a aprender a cocinar y a bailar. Bueno, tienes que bailar en todas las cocinas. Es normal. Ich habe es, glaube ich, relativ gut hinbekommen. Aber es ist geil, ganz ehrlich, von den Techniken, was du da rausziehen kannst, ist das schon richtig gut. We need to work very boxed in. There's no screaming, there's no says itself, basically. Pull it out. Maybe you have to swim a little bit after. Wir stecken so krass zusammen und wir sind ein echtes Team. Seit ich hier bin, fühle ich mich einfach angekommen und ich habe nicht damit gerechnet, dass sich hier so viele Chancen auftun. Oh, are you gonna be staff chef? Yes, tomorrow. I also felt very inspired, like just talking to other female chefs, how they felt about being a woman in the kitchen. Ich gehe nicht aus der Küche raus. Muss mich schon raustragen.